Mein Name ist Christian Malik, ich bin Produktmanager für die Firma Highbike oder für die Marke Highbike und jetzt circa seit 5 Jahren für Highbike zuständig. Alles um die Marke herum, die ganze Koordination, die Modellpalette und erstmal die Schwerpunkte. Ja, Fahrradfahren ist eigentlich das größte Hobby, oder auch das schönste Hobby, das man haben kann, meiner Meinung nach. Ja, Hightech ist natürlich extrem wichtig für uns. Also gerade im Punkt Carbon sind wir jetzt seit letztem Jahr, seit 2010 sehr gut dabei mit unseren Sleek Read Affair. Bei allen Modellen ist es so, dass wir extrem leicht sind, super Steifigkeitswerte haben, dass wir in den Bereichen absolut ganz, ganz oben mitspielen. Die Philosophie der Marke geht eigentlich da immer in zwei Richtungen. Wir wollen zum einen sehr innovativ sein, wie wir das jetzt eben mit Carbon gemacht haben, mit den E-Bikes gemacht haben. Und wir wollen weiterhin ein fairer Partner für den Handel sein, für den Endverbraucher sein, der sehr gute Preis-Leistung anbietet. Also wir wollen jetzt unsere Modelle nicht in extrem hohen Preisbereichen ansiedeln, sondern wir wollen weiterhin ein extrem starkes Rad für 500 Euro haben, für 1000 Euro haben und immer faire Produkte anbieten, qualitativ sehr hochwertige Produkte anbieten. Natürlich ist es sehr wichtig, mit Sabine so ein Zugpferd zu haben. Also ich denke mal, die Bekanntheit der Marke wird extrem steigen. Also wir werden von ihr profitieren, was zum Beispiel Räder für Frauen anbelangt. Da hat sie jetzt schon gute Vorschläge gegeben mit Veränderung der Sitzposition, mit diversen Sachen, die man an der Rahmengeometrie noch optimieren kann. Aber natürlich auch Sachen, die Rennsport betreffen, sind für uns extrem wichtig. Vom Mountainbike bis hin zum Beispiel zum Cyclecross jetzt. Bereich, der auch immer wichtiger wird jetzt zukünftig. Und da kamen jetzt schon so viele Hinweise und Tipps von ihr oder auch von ihrem Team. Da werden wir auch zukünftig doch einiges einfließen lassen. Ich denke, sehr wichtig für einen Fahrradhersteller, vor allem für eine Marke wie Highbike, die im sportiven Bereich ist, ist, dass man einen sehr guten Wiedererkennungseffekt in der Marke hat, also dass es eine gewisse Designsprache gibt, dass man sehr viel investiert in eigene Formen, in eigene Werkzeuge, in eigene Rahmen, dass die Rahmen also nicht austauschbar sind. Letztendlich könnte rein theoretisch jeder einen Rahmen aus Asien kaufen und Teile dran schrauben. Das wollen wir eben nicht. Wir wollen eben eigenständige Formen haben, eigenständige Rahmen haben. Alle unsere Rahmen sind unsere eigenen Rahmen. Das hat sich in den letzten Jahren sehr gut verändert und in eine gute Richtung. Und es wird natürlich weiter fortgeführt werden.